Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's bei Workers and Resources. Und ich habe drei Ankündigungen zu machen. Tja, drei. Ich glaube, es sind drei. Und mindestens eine davon wird euch nicht gefallen. Ankündigung Nummer 1. Keine Sorge, der Workers-Content wird auf meinem Kanal ohne große Pause von mehreren Monaten weitergehen. Wir hören jetzt allerdings doch, und jetzt müsst ihr euch festhalten und bitte, bitte schaut dieses Video bis zu Ende. Es ist möglicherweise für den ein oder anderen was dabei. Ja, das meine ich wirklich ohne Witz. Ich mache das, versuche ich so kurz wie möglich zu machen. Ankündigung 2, es wird ein Gewinnspiel geben und eine Challenge für euch, liebe Zuschauer. Und der, der es am besten macht, dessen Stadt werde ich vorstellen. Und der kann etwas gewinnen. Was? Das erzähle ich euch am Ende des Videos. Also bitte, bitte dranbleiben. Und Punkt Nummer 3. Tja, Punkt Nummer 3 ist leider, ich habe immer gesagt, wenn wir wissen, wann das Release von Workers and Resources ist, dann wird dieses Let's Play hier enden. Und ich muss sagen, traurigerweise, ich habe mir jetzt echt verdammt viel Mühe gegeben, diese Stadt hier zu planen, ist es jetzt am 20.06. Es kommt am 20.06. in die deutschen Steam-Stores und in die internationalen und in viele anderen. Und ich glaube, es wird uns unheimlich viel Spaß machen. Ich glaube, ich bin hier in der Pause. Bin ich in der Pause? Bin ich in der Pause? Es dampft nicht mehr. Ach doch, es dampft noch. Okay. Ich glaube, es wird uns unheimlich viel Spaß machen. Und ja, es wird ein neues Let's Play geben. Und ja, es wird eine der Karten sein, die ich euch in dem entsprechenden Video vorgestellt habe. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal oder hier oben rechts und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Also hier nochmal die ganz offizielle Nachricht. Ja, unser Let's Play wird hier an dieser Stelle enden. Das ist, denke ich mal, auch jetzt ein ganz guter Punkt. Warum? Die Stahlstadt ist unrealistisch, dass wir sie noch bauen. Wir brauchen, da wir im Realistic Mode sind, hier locker 3 bis 5 Jahre, dass wir diese Stadt ansatzweise fertig haben und danach nochmal der Bereich. Das ist auch realistisch als Bauzeit für eine Stadt. Das ist nun mal einfach so. Das dauert halt seine Zeit und das würde hier noch mindestens 50 Folgen dauern und wir würden hier, ich habe es auch versucht mit einem Speedbuild, ich habe tatsächlich meinen ganzen Sonntag mich hier hingesetzt, habe 12 Stunden Speedbuilds gemacht und es ist einfach nicht möglich, weil in Workers and Resources irgendwann immer mal was passiert und wir auch noch Verkehrsprobleme haben, da komme ich gleich noch zu und. Also auch Speedbuilds hatte ich überlegt, dass wir 2 große Speedbuilds machen, einmal Stadt und einmal Stahlwerk und das in Betrieb nehmen, auch das war schwer bis unmöglich. Also, auch da leider nicht so viele Möglichkeiten, aber das bringt uns zur Challenge, ihr Lieben. Ja, ich würde gerne eine Challenge machen mit euch gemeinsam. Und bevor wir das machen, reden wir am besten nochmal über die aktuellen Probleme der Stadt. Wir haben das in der letzten Folge mit den Statistiken gesehen. Die Statistiken in der Stadt sehen erstmal ganz gut aus. Tja, da haben wir aber auch noch eine Mod installiert gehabt, die es uns ermöglicht, hier relativ schnell Materialien zu holen. Diese Mod ist hier draußen und für die Challenge ist die Anforderung auch ganz klar, die Mod soll nicht wieder installiert werden. Das heißt, das Problem mit dem Stau müsstet ihr in dieser Challenge dann lösen. Ja, unter anderem auch hier vorne. Und hier ist das noch ein bisschen kritischer. Warum? Also die Lösung ist eigentlich relativ einfach, aber da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Es hat ungefähr mit auch mit dem Ding hier und dem und dem und dem da zu tun, aber ist egal. Ihr könnt hier das Essen nicht mehr vernünftig managen. Momentan ist die Route ganz einfach, das war einer der ersten, die wir gemacht haben. Da abholen, da hinbringen und die Überreste da rein verfrachten. Easy. Ja, aber was ist denn, wenn wir hier andauernd Stau haben? Den längsten Stau, den ich hatte in meinen Tests, der ging bis, ich glaube, hier vorne oder so oder bis hier, ohne die Mod tatsächlich. Und das sind Situationen, ja, da wird das einfach nicht richtig funktionieren. Und das ist die erste Challenge, diese Situation hier zu lösen, dass das System auch ohne die Mod und trotz Stau vernünftig funktioniert. Das heißt, wir müssen mehr Materialien auf die Schiene verlagern. Das wäre wahrscheinlich meine Lösung, aber für die Challenge hinterher, da lasst euch gerne was Schönes für einfallen. Also, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn ich ehrlich bin, also so richtig andere Probleme haben wir nicht. Was wir lösen müssen, oder in meinen Augen, wären Importsysteme für Treibstoff, dass wir einen Notimport ins Zentraltreibstofflager haben.
Und nochmal einen vernünftigen Notimport fürs Essen. Das ist momentan alles lokal geregelt in Uransk und in Nerdopol. Und wenn man das einmal zentral regelt, vielleicht auch über Züge, dann hätte man hier auch diesen Stau direkt vermieden. Aber jetzt habe ich ja quasi schon die Lösung verraten. Also von daher, irgendwie so kann es aussehen oder ganz anders. Ich habe keine Ahnung. So, da muss natürlich hier die Stadt weitergebaut werden. Und der Stahl soll auch fließen, beziehungsweise dann produziert werden. Also kommen wir mal zur Challenge. Was stelle ich mir unter der Challenge vor? Unter der Challenge stelle ich mir vor, und ja, viele haben tatsächlich gefragt und es ist soweit, unter diesem Video findet ihr einen weiteren Link zu einem ZIP-File mit dem aktuellen Spielstand, den ihr hier seht. Ihr könnt ihn euch runterladen, ihr müsst wahrscheinlich eine Mod nachinstallieren, das ist die Mod oder ein oder zwei Mods nachinstallieren, die wir hier genutzt haben. Das macht das Spiel automatisch, da verlinke ich euch tatsächlich in dem Fall nichts. Und dann könnt ihr das runterladen und mitspielen. Wenn ihr an der Challenge teilnehmen wollt, dann müsst ihr, ganz wichtig, auf jeden Fall auf dem Discord bei mir angemeldet sein. In meinem Discord, bei mir in meinem Discord angemeldet sein. Das ist ganz wichtig. Und mir auch irgendwann euren Spielstand als ZIP-Datei zur Verfügung stellen. Idealerweise über irgendeinen Google-Link oder über Discord. Das können wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, was ist nun die Challenge? Ihr kriegt den Spielstand und die Challenge ist, ihr baut die Stahlstadt hier fertig und diese Stadt hier fertig. Ihr könnt denen gerne auch einen eigenen Namen geben. Und wo auch immer in diesem wunderschönen Land, die Chemiefabrik. Die Chemiefabrik soll in dem Fall ganz bewusst die große Chemiefabrik sein. Das müsst ihr auch natürlich erst erforschen. Ja, also nicht die kleine Chemieanlage, sondern diese große hier. Die hätte ich gerne. Und damit sollen am Ende des Tages diese ganzen Fabriken hier versorgt werden, damit wir in eine möglichst geschlossene Wirtschaft kommen. Wir haben unseren eigenen Stahl. Wir produzieren mehr oder weniger alles selber, was wir verbrauchen, außer Elektronik und mechanische Bauteile. Das sind die Sachen, die wir noch einkaufen. Und man hätte Notimporte für die notwendigen Sachen hier. So, das ist also die Challenge. Das so fertig bauen wie hier, die Probleme lösen mit den Staus und eine Chemiestadt und eine große Chemiefabrik bauen, damit es funktioniert. Wenn ihr das habt, dann schickt mir gerne bis zum 14.06. eine Nachricht in meinem Discord und dann werde ich mir die Sachen angucken und die beste Einsendung werde ich in einem Video vorstellen und der Einsender kann natürlich auch was gewinnen. Ja, ihr könnt gewinnen einen Steam-Gutschein im Wert von 30 Euro, damit ihr euch, ich hatte überlegt, einen Key zu verschenken, aber ihr kriegt einen Steam-Gutschein im Wert von 30 Euro und dann könnt ihr euch ein Spiel eurer Wahl selbst kaufen. Also, ihr könnt gewinnen, einen Steam-Gutschein unter 30 Euro und gewinnen wird derjenige, dessen Stadt mir am besten gefällt und die Stadt möchte ich dann vorstellen. So, das sind also die Bedingungen. Also nochmal ganz wichtig, auf dem Discord angemeldet sein ist wichtig und die Probleme mit dem Stau sollten gelöst sein, müssen gelöst sein, die Stahlstadt muss fertig sein und eine weitere Stadt, die Chemie produziert, muss existieren. Einsendeschluss ist der Freitag, ich glaube, das war der 13.06., also Freitag auf jeden Fall, 13. oder 14.06., ich bin mir gerade nicht 100% sicher, hat es zuvor nochmal gesagt. Und das ist hier der Einsendeschluss. Und dann gucke ich mir die Sachen an. Und dann werden wir, und dann bin ich ja wirklich mal gespannt, wie eure Einsendungen aussehen. Und es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Video geben, nämlich ein Zusammenfassungsvideo. Da arbeite ich schon dran. Von Null auf Kernstrom. Ich bin gespannt und sage, ihr müsst stark sein. Wir haben jetzt tatsächlich mal 2,5, 3 Wochen ohne Workers and Resources, aber keine Sorge, dann geht es mit einem extrem coolen neuen Let's Play weiter. Tja, und wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, der weiß, ich bin momentan an einigen Spielen dran und es wird auf diesem Kanalplatz ein neues Let's Play geben, das beginnt dann am Wochenende, da wird es 2 neue dann sogar geben und Workers and Resources kriegt dann einen neuen Hauptplatz. Das bedeutet, wir werden ab dem 20.06.
täglich eine Folge Workers and Resources sehen. Ja, ich freue mich und ich sage vielen Dank, dass ihr alle dabei seid und ich hoffe, ihr konntet durch dieses Tutorial Let's Play, was ich euch hier gezeigt habe, was jetzt doch relativ lange ging, weil der Release war ja eigentlich angedacht für letztes Jahr, Mitte, Ende letzten Jahres sollte der Release ja sein. Irgendwann Ende 2023, der hat sich aus diversen Gründen bei diesem wunderbaren Spiel ein bisschen was verzögert und dann werden wir mit dem Release neu anfangen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch mir fällt das Aufhören hier schwer, denn auch ich habe diese Republik sehr lieb gewonnen, aber ich hoffe, dass wirklich viele mitmachen werden, das ist echt mein Ernst. Wie gesagt, ihr könnt einen 30-Euro-Gutschein gewinnen von Steam, Steam-Guthaben, 30-Euro-Gutschein und dann hoffe ich, dass wir diese Republik noch einmal in voller Pracht erblühend sehen werden mit Stahlstadt und einer Chemiestadt. Also, macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd.